Ist schon ein mächtig steiles Ding, das da oben, oder? Es ist die Burg Liechtenstein. Und warum euer kleiner Stadtstreicher jetzt hier ist, werdet ihr in den nächsten Minuten erkennen. Zunächst aber möchte ich mir die Burg Liechtenstein auch mal ausführlich ansehen. Das Fürstengeschlecht der Liechtensteiner ließ vor ungefähr 1000 Jahren die erste Burg hier errichten. Die im romanischen Stil erbaute Burg wurde bei der zweiten Türkenbelagerung 1683 zerstört und erst vor ungefähr 200 Jahren von den Liechtensteinern im neoromantischen Stil restauriert. Über 60% der Burg Liechtenstein sind noch im romanischen Originalzustand, trotz der Zerstörung in den Türkenkriegen. Und jetzt wollen wir mal in die Burg hinein. Und was musste ein Ritter unbedingt können? Erraten, Stiegen steigen. Ja, und in diesen Blechdosen war es einem Ritter im Sommer schon mal ganz schön heiß. Wir sind also hier angelangt, wo sich der Ritter selbst aus Bequemlichkeit nur selten hinbequemte, denn das erledigten die Dienstboten für ihn. Das Kochen natürlich. Dafür pflegten Ritter gerne auf Jagd zu gehen, wie man sieht. Das erlegte Wildbret wurde dann in der vorhin besuchten Küche zubereitet und hier natürlich standesgemäß verputzt. Hier sehen wir mittelalterliches Leben auf einem Wandteppich dargestellt, allerdings nur ein Ausschnitt. Das Original ist rund 70 Meter lang und stammt aus der Zeit von Wilhelm dem Eroberer. Hey Leute, ich muss mal. Im Mittelalter ging das dann so. Brett hoch, draufgesetzt und alles nach unten. Ging unten jemand vorbei, dann war er im wahrsten Sinn des Wortes der Beschissene. Die gemütliche Kaminstube mit einem Eisbärfell, wie immer der Burgherr daran auch gekommen sein mag. Und in diesem Stiegenhaus, die Herrentreppe genannt, sind unter anderem auch Filme gedreht worden, sowas wie Die drei Musketiere oder auch für Kinder Tom Turbo. Gestatten darf ich vorstellen Hugo, der Burgdrache der Burg Liechtenstein. Und was er da verschluckt, ist wahrscheinlich ein vorwitziger Gast einer der letzten Führungen. Da komme ich mal lieber nicht zu nahe. Eine kleine Rastpause auf der Tour durch die Burg tut mal gar nicht schlecht. Und am Ende des Tages begab sich ein Ritter in sein standesgemäßes Hochbett. Hochbett übrigens deswegen, damit das Ungeziefer nicht so leicht hineinkam. Im sogenannten Fürstenzimmer ist vor allem die Decke interessant, denn die wurde aus einem anderen Schloss in Südtirol herausgenommen und hier dann eingebaut, stammt aus dem 15. Jahrhundert. An den Trophäen an den Wänden unschwer zu erkennen, dieses ist das Jagdzimmer der Fürsten von Liechtenstein. Und von diesem Nordbalkon blickten die Ritter und Burgherren dann weit ins Land hinaus. Wenn ich jetzt sage 6. Dezember, wissen hoffentlich alle Kinder, wer das ist. Erraten, Sankt Nikolaus. Und hier blicke ich in den Knappensaal. Alle, die jetzt nicht wissen, was Knappen sind oder waren, das sind die jungen Leute, die dann später mal als erwachsene Ritter wurden. Volle Deckung. Nein, nicht nötig. Diese Kanone aus der Zeit der napoleonischen Kriege funktioniert nicht mehr. Hallo, hallo, herzlich willkommen hier auf dem mittelalterlichen Markt im Schatten der
Burg Liechtenstein. Herzlich willkommen, auch im Namen des Forum Antikums aller Künstler. Und Burgen zum selber zusammenstellen gibt es dort. Thank you.
Ein Pferd, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd. Pferd. Yeah.